an, machen wir genau da weiter, natürlich, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich muss mich nur kurz ein bisschen anders hinsetzen. Ich sitze ein bisschen blöd gerade, merke ich. Hi, Abraxe, hallo. Der Nummer 1 Bitleader ist wieder da. Okay, los geht's. Abby, wie viel Zeit ist vergangen? Ich glaube, das stand beim letzten Mal noch da, oder? So und so viel. Oder nee, ich glaube, das stand gar nichts. Ist egal. Ein paar Monate sind wahrscheinlich vergangen, vielleicht auch nur ein paar Wochen. Und, ne, eher Monate, glaube ich. Und Abby und Lev sind irgendwo auf der Suche nach den Fireflies. 25, 10. Auf der Seite ist es nicht. Alle gerade. 30, 09. Hi, Verdog. Hallöchen. Infizierte. Oh, Mist. Ah, so viel zum Schleichen. Okay, sieht gut aus. Okay. Vielleicht. Ja, es ist zum Glück bei uns heute gar nicht so heiß. Bei uns war heute Gewitter mit Regen, es hat ein bisschen abgekühlt, aber so richtig halt leider irgendwie auch nicht. Hat halt trotzdem 26 Grad und ist recht schwül. Trotz Gewitter stundenlang. Also wirklich über 2-3 Stunden. Und da war es auch wenigstens windig und so, das war ganz angenehm, aber naja, hat nicht lang angehalten leider. Das ist auch wirklich krass, weil es wirklich einfach auch nicht mehr abkühlt. Weil es wirklich immer, auch nachts, immer so heiß bleibt. Über Wochen hinweg. Es ist furchtbar. Na super, Zettel lesen, während hier überall Klicker sind. Oh nein, oh, jetzt habe ich ihn versehentlich weggesteckt vor lauter Aufregung. Jetzt kenne ich mich, jetzt habe ich die Steuerung vergessen. Nein, jetzt kann ich die Zettel auch nicht anmachen. Dammit. Aber ich kann mich noch erinnern, was da stand. In dem Brief stand nämlich irgendwas von wegen, dass irgendeine Gang hier in der Gegend ist und die Person, die den geschrieben hat, bringt sich lieber um, als zu einem Sklaven von dieser Gang zu werden. Als sich versklaven zu lassen. Zum Glück habe ich den noch im Hinterkopf, den Brief. Gut. Also laut Alexas Wetterbericht. Ja, hast du. Bleib wachsam. Suchen wir weiter nach dem Haus. 24, 25. Sehr gut. Soll's nächste Woche zumindest ein bisschen kühler wieder werden. Ich möchte nicht verschreien, aber eventuell haben wir das Schlimmste jetzt schon hinter uns. Habe ich nichts mehr. Ich hoffe es zumindest. Falls es da draußen noch Fireflies gibt. Ja. Was meinst du, machen sie gerade? Weiß nicht. Sie wollten immer die Gesellschaft wiederbeleben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ein seltsamer Ort für eine Widerstandstruppe. Wir hatten auch Außenposten. Große und kleine. Gut, um sich vor der Armee zu verstecken. Das ist es nicht. Hier ist 24, 26. Gute Augen. Ich sehe hier überhaupt nichts. Ich weiß überhaupt nicht, von was die reden. Ich habe noch kein einziges Hausschild gesehen. Ah, hier ist eins. 24, 29. Zu weit.
Sehe keine Hausnummern. Ja. 2426 ist auf der anderen Seite. Reicht schon. Na, schauen wir doch mal rein. So viele Häuser gibt es hier offensichtlich eh nicht, die man betreten kann. Wird das Richtige schon irgendwo dabei sein? Und wenn nicht, gibt es zumindest Loot. Sieht verlassen aus. Wie all die anderen Häuser. Hm. 2425 Konstanz. Wir sind da. Ah ja, guck. Okay, aber hier ist nichts. Das wissen wir noch nicht. Ja, ich war schon daneben wäre offen gewesen, aber darum geht's nicht. Weil ich es kann, deswegen schlage ich die Scheiben ein. Nicht, weil es sein muss. Weil es schön gemacht ist. Wahrscheinlich sitzen jetzt hier 15 Mann mit Kopfhörern und Mikrofonen in dem kleinen Hüttchen und gucken mich gleich mit ganz großen Augen an, wenn ich hier aufmache. Vielleicht, ja. Hier ist gar nichts. Ja. Das Gefühl habe ich ja auch. Aber wisst ihr, was richtig cool ist? Weißt du noch, als wir das letzte Mal in einem Pool waren? Oh, du meinst, als wir ins Verderben gefallen sind? Ja, ich erinnere mich vage. Wenn es dir dann besser geht, ich dachte auch, wir gehen drauf. Dank der Corona-Maßnahmen haben wir auch die Sommergrippewelle voll überstanden. Nebenbei so. Weil im Sommer Grippe haben ist richtig, richtig furchtbar unangenehm. Und mich erwischt normalerweise bestimmt jedes zweite Jahr im Durchschnitt. Und dieses Jahr im Grunde überhaupt nichts. Was gefunden? Niemand. Niemand hatte Grippe. Dank Atemschutzmasken. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, dass wir, auch wenn Corona endlich vorbei ist, wenn wir alle geimpft sind und alles wieder gut ist, wenn wir uns ein bisschen kränklich fühlen, wenn der Hals kratzt, wenn man Husten hat, einfach eine Atemmaske tragen. Die anderen werden es einem danken, wenn sich die Grippeviren in den nächsten Jahren nicht so sehr ausbreiten. Jetzt, wo das etabliert ist, jetzt, wo wir alle welche daheim haben, könnte man das schon machen. Fände ich cool. Bist du etwa optimistisch? Ich werde es auf jeden Fall machen. Versuche zu helfen. Du hilfst immer. Nein, ich wollte eigentlich unter das Bett kriechen. Ich will da rein. Komm schon, Abby, wir haben eine Schrotflinte, eine doppelläufige. Und das ist eine amerikanische dünne Holztür. Wahrscheinlich ist das so eine hauchdünne Sperrholzplatte oder so. Und wenn nicht die Tür, dann die Wand wahrscheinlich. Verzeihung, ich hab, ja. Kratzer. Kusch. Genau, im asiatischen Raum ist das sowieso üblich eigentlich. Und warum auch nicht? Im Winter hält sogar die Nase Hallo? Noch warm. So eine Atemschutzmaske. Nur Vorteile. Hier war schon lange keiner mehr. Da muss ich dir leider recht geben. Alles in allem eine hübsche Bruchbude. Sie waren eine Weile hier. Das ist die Dusche, oder? Mhm. Halt, stopp. Muss ich jetzt dahin oder dahin, wo es blinkt? Oh, weiß ich gar nicht.
Naja, ich geh mal hier. Ich drück mal hier was. Ah, Licht. Bestimmt Solarstrom. Oh. Oh. Als ob er wüsste, was das bedeutet, sagt er. Oh. Solarstrom. Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht. Siehst du irgendwo ein Rufzeichen? Ein was? Eine Liste mit Zahlen und Buchstaben. Hm. Scheiß drauf. Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Kann mich jemand hören? Bitte komm. Ist da draußen jemand? Was ist das? Das sind Frequenzen. Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Ist da draußen jemand? Sind das andere Firefly-Außenposten? Ich weiß nicht. Kann mich jemand hören? Hallo? Man kann ja mit gutem Beispiel vorangehen und hoffen. Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Mehr kann man ihn nicht machen. Santa Barbara. Hallo? Hallo? Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hallo, hier spricht Abby aus Santa Barbara. Kann mich jemand hören? Wenn mich jemand hören kann, bitte antworten. Bitte komm. Hi, Abby. Wir hören dich klar und deutlich. Von wo in Santa Barbara meldest du dich? 2425 Constance. Wir haben von dieser Basis gehört, aber hier ist niemand. Wir suchen Fireflies. Ich bin ein Firefly. Wo warst du stationiert? Ich gehörte zum Salt Lake Außenposten. Wer hat die Einrichtung geleitet? Dr. Jerry Anderson. Er war mein Dad. Das gibt's ja nicht. Wir haben alle von den Außenstellen zurückgerufen und wieder zum Hauptquartier gebracht. Wie viele von euch sind dort? Ungefähr 200 Leute. Jeden Monat werden es mehr. Owen hatte recht. Bald kommen noch zwei dazu. Wie finden wir euch? Kommt zu Catalina Island. Geht zu dem großen Kuppelbau in Avalon. Wir finden euch. Okay. Okay, wir sehen uns bald. Ende. Ich freue mich drauf. Viel Glück, Abby aus Santa Barbara. Over. Komm, wir gehen zurück zum Segelboot. An der Stelle habe ich mir gedacht, die sind glücklich, die lachen, es sieht nach einem Happy End aus. Das kann nicht gut gehen. Nicht in diesem Spiel. Wie war das? Warum soll ich mich immer wiederholen, wenn ich falsch liege? Weil ich mich dann besser fühle. Und weil es so selten passiert. Das würde ich hoffen. Wenn es einen dritten Teil gibt, würde ich sehr hoffen, dass es quasi mit der Story, mit Abbys Story im Grunde weitergeht und den Fireflies. Aber das werden wir frühestens in 10 Jahren oder so erfahren. Stopp! Stopp! Bring sie nicht um! Fesselt sie! Komm her! Komm her, lass mal sehen! Bereit? Hey, was wird das? Warte!
Scheiße, Mann! Fuck. Alles gut. Hol dir den Kleid. Was ist denn hier? Wag es nicht, ihn anzufassen! Shit. Ganz schöner Glücksfall, was? Dam, dam, dam. Denk so, in 6 Jahren, das ist der geschätzte Lebenszyklus der PS5. Was? Nee, das ist viel zu kurz. Mit einer PS5 Pro strecken die den garantiert auf 8 Jahre plus. Hundertprozentig. Wenn nicht sogar 10 und mehr. Also außer man rechnet so eine aufgemotzte PS5 als neuen Zyklus, dann sind 4 bis 6 Jahre realistisch, glaube ich, ja. 2425 Constance. Ja, das muss es sein. Wie kommt sie von hier hoch zur Straße? Echt, hatte die PS4 nur 7 Jahre? Ich dachte, da waren es auch 8. Aber kann schon sein. Aber wenn es keine großen technischen Fortschritte gibt, dann wird sich das wahrscheinlich eher verlängern statt verkürzen. Die Lebensdauer von Konsolen und so. Weil schneller wird der technische Fortschritt aktuell, was so Hardware angeht, nicht gerade. Ganz im Gegenteil. Ich meine, vielleicht wird in 4 Jahren neuer Standard eingeführt, der ein Muss ist. Und alles, was diesen Standard nicht hat, ist veraltet. Dann sieht auf einmal alles ganz anders aus, aber... Wer weiß. Sowas kann immer passieren, aber man kann es nie vorhersagen. So ein Quantensprung. Ich glaube, wir sind hier irgendwie nicht richtig, oder?